Besser könnte die Stimmung im Fußball-Osten kaum sein. Die Fans selig, denn auf den ersten drei Plätzen der aktuellen Drittligatabelle stehen mit Dresden, mit Magdeburg und mit Aue gleich drei Vereine aus dem Osten der Republik. Und mit Chemnitz und Rostock gibt es noch zwei weitere Ostvereine in der oberen Hälfte der Tabelle. Die Euphorie ist groß in der Bundesliga des Ostens. Und damit herzlich willkommen zu Sport im Osten am Sonnabend. Ja, die Fans sind glücklich. Bei so einer Tabelle ist das natürlich auch nachvollziehbar. Die Spieler zufrieden und der ein oder andere Vereinsverantwortliche träumt ganz still und heimlich schon von der Aufstiegsfeier. Aber die Saison hat nun mal 38 Spieltage und endet erst am 14. Mai kommenden Jahres. Wenn die Tabelle dann immer noch so aussieht, dann darf man wirklich jubeln. Allerdings, die Momentaufnahme ist klasse und Alexander Küpper hat sich mal aufgemacht, um rauszubekommen, woran liegt denn diese Übermacht der Ostvereine? Wohin man schaut, die Bilder im Fußball-Osten gleichen sich. Dynamo grüßt von oben, Magdeburg rauscht auf der Aufstiegs-Euphoriewelle durch die Liga. Aue eilt von Sieg zu Sieg. Knapp dahinter lauert der CFC. Eine Momentaufnahme oder schon richtungsweisend, warum stehen die Ostklubs so weit oben? Weil es viele Ostklubs gibt dieses Jahr. Es sind genug Ostmannschaften in der Liga? Erstmal in der Liga sind viele Ostmannschaften. Wenn ich mich nicht täusche, 8 Stück. Pragmatischer Ansatz, aber es steckt mehr dahinter. Ich glaube, vielleicht ein Grund ist, dass wir uns als Vereine selber pushen, dass natürlich immer eine geile Stimmung in den Stadien ist. Die Stadien sind ausverkauft, wenn man sieht, Magdeburg, Dresden oder auch gestern bei uns. Die vielen Derbys, die pushen natürlich insgesamt die Mannschaften und das Umfeld. Es ist heiß, sind überall viele Zuschauer. Das ist natürlich immer so, dass man da ein paar Prozent mehr rauskitzeln kann. Alte Traditionsclubs pflegen alte Rivalitäten. Diese Derbys sind natürlich auch für die Fans ja, extrem attraktiv. Ne? Viele fühlen sich auch ein bisschen so in die DDR-Oberliga, DDR-Liga-Zeit zurückversetzt. Es macht Spaß hier im Osten, absolut. Hier ist eine Riesenstimmung, das ist mehr als Drittligareif. In der Tat, der Osten ist ein verrücktes Stück Fußball-Deutschland. Unter den ersten 7 der bisherigen Zuschauertabelle finden sich 6 ehemalige DDR-Clubs. Von der Ostsee bis nach Sachsen, Euphorie aller Orten, selbst beim Zweitliga-Absteiger aus dem Erzgebirge. Ich freue mich natürlich jetzt an einem Mittwochabend hier in Aue 8000 Leute im Stadion zu haben. Da waren kaum Gästefans dabei. Also es gab es in den, ja, mittlerweile bin ich jetzt hier im 8. Jahr, gab es selten so unter der Woche so ein zahlreiches Publikum. Das Team von Pavel Dotschew hat den Kaderumbruch erstaunlich gut verkraftet, kämpft leidenschaftlich, das wird honoriert im Erzgebirge. Auch wenige Kilometer weiter beim Chemnitzer FC wächst etwas heran. Carsten Heine hat einen starken Kader zusammengestellt mit großem Potenzial. Die neue Heimat an der Gellertstraße sorgt für zusätzlich Rückenwind. Dynamo Dresden komplettiert das Sachsen-Trio. Auch Schwarz-Gelb will zurück in Liga 2. Wenn man jetzt heute gesehen hat, was die für eine Qualität auf den Platz bringen und auch Dresden in den Spiel jetzt nur gegen Bayern oder was ich dann jetzt gesehen habe, da ist das schon enorm. Und wenn die das mit den Zuschauern zusammen so eine Symbiose entwickeln können, dann werden das Mannschaften sein, die am Ende ganz oben stehen können. Bleibt der Aufsteiger aus Magdeburg. Wohin geht die Reise für den ehemaligen Europacup-Sieger? Ja, ich hätte nichts dagegen. Ja, wenn wir weiter die Punkte so einfahren, auswärts immer einen Punkt mitnehmen und zu Hause gewinnen, dann stehen wir vielleicht am Ende oben, aber mit sowas wollen wir uns ja gar nicht beschäftigen. Wir haben nur ein Ziel und das ist die Klasse zu halten. Natürlich. Gerade noch die Kurve gekriegt, aber ein wenig träumen ist auch in Sachsen-Anhalt nicht verboten. Also, die Ostklubs auf dem Vormarsch, jeder für sich. Wir wollen unsere Punkte sammeln und was die anderen Ostvereine machen, interessiert uns nicht. Werden ein paar Ostklubs in die zweite Liga hochgehen? Ein paar, mir reicht einer, das sind wir, der Rest ist mir eigentlich egal. Wenn man die Tabelle anschaut, ist da viel Osten dabei. Dynamo Dresden ganz oben und das soll auch so bleiben. Die Ziele sind klar gesteckt zu Beginn einer langen Saison. Für Prognosen ist es zu früh, ein Zwischenfazit darf man nach 5 Spieltagen dennoch ziehen. Der Osten rockt, der Osten regiert, die dritte Liga, zumindest bisher. Und es fühlt sich gut an. Und heute Abend am Ende der englischen Woche werden wir sehen, wer von den Ostvereinen weiter oben mitspielt. Übrigens, es ist eines dieser wenigen Wochenenden ohne Ostderby, aber das Spiel Ihres Lieblingsvereins sehen Sie natürlich bei uns in der Sendung bis 18 Uhr.
Und auf unserer Sport im Osten Facebook-Seite wird natürlich auch viel und heftig über das Thema starker Drittliga-Osten diskutiert. Ronny schreibt zum Beispiel, denke, die einzige Mannschaft, die es schaffen kann, ist Dresden wegen Fans, Stadion und vor allem einer Top-Mannschaft. Mike Air Classic schreibt, ist eh nur eine Frage der Zeit, bis Magdeburg abrutscht. Die spielen jetzt schon am Limit und werden das nie die ganze Saison durchziehen. Und Rico ist der Meinung, ging letzte Saison genauso los und dann hat es keiner geschafft. Also Bälle flach halten und erstmal entspannt weitermachen wie bisher. Ah, das finde ich sehr schlaue und mahnende Worte. Und auf unserer Internetseite finden Sie auch ein Voting zum Thema. Klicken Sie einfach mal vorbei unter www.mdranders. Die Gefühls- und Gemütslage beim zweiten Drittliga-Club von Sachsen-Anhalt. Der erste FC Magdeburg ist unglaublich toll gestartet in diese Drittliga-Saison. Der Aufsteiger hat die Euphorie mitgenommen. Hier sehen wir es natürlich. Der Sieg am Dienstag auf dem Platz, den haben Sie bitter bezahlen müssen. Doch Sie haben Mario Sowislo, der Kapitän, wurde vom Chemnitzer Christian Zappek umgetreten. Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk, so die Diagnose. Das tut schon beim Hinsehen richtig weh. Und der Marius, der musste da vom Platz geholfen werden. Die Verletzungsmisere, die wurde gestern Abend im Spiel der Magdeburger in Köln noch schlimmer. 1:2 verloren bei der Fortuna. Und ständig waren die Ärzte gefordert. Eid Galay. Mario Kalnick interessierte sich kein bisschen mehr für dieses Spiel. Mit dem Schlusspfiff floh er aus dem Stadion, um sofort im Krankenhaus anzurufen. Auch Trainer Jens Hertel wartete auf eine Information von Felix Schiller. Es geschah in der 37. Minute. Magdeburgs Innenverteidiger steigt zum Kopfball mit Johannes Rahn hoch. Nichts Unfaires, aber Schillers linke Hand zeigt furchtbare Schmerzen an. Die Diagnose ist natürlich für uns verheerend, das ist ein Achillessehnenriss. Und Felix wird heute hier in Köln operiert und das muss auch sofort gemacht werden. Und ja, jetzt bleibt abzuwarten, dass es eigentlich ordentlich dann zusammen wieder geflickt wird und dann hoffentlich dann ein guter Heilungsstatus ist. Ein Achillessehnenriss. Bei normalem Verlauf bedeutet das ein halbes Jahr Pause für Felix Schiller, einen der Aufstiegshelden. Ist die Hinrunde beendet. Der FCM geschockt. Ah, das ist richtig scheiße. Na, dann gute Besserung wird uns immens fehlen. Und wir werden als Team alles dafür geben, dass wir die nächsten Spiele für uns entscheiden. Das Ergebnis interessiert heute gar nicht. Wir haben zwei wichtige Spieler verloren und mit Felix einen sehr, sehr lange. Und es war einer von der sehr stabil da war und die Abwehr zusammengehalten hat. Schillers Verletzung und die erste Niederlage in der dritten Liga dazu. Diese Auswärtsfahrt verdient aus Magdeburger Sicht nur ein einziges Wort. Bitter. Sehr, sehr bitter. Bitter. Ja, die ist extrem bitter. Ja, ist bitter. Bitter, weil unnötig. Der FCM ohne den verletzten Kapitän Sowislo. Aber mit dem flinken Radzeck, der von Tobias Fink einfach nicht zu halten ist. In der 18. Minute. Fuchs verpasst noch, aber Beck ist da. Christian Beck. Fünftes Saisontor. Unfassbare Effektivität. Radzeck mit hoher Geschwindigkeit. Hertel hatte ihm eine super Vorbereitung attestiert, die sich nun mit seiner zweiten Torvorlage auszahlt. Doch anschließend musste sich das Team Kritik gefallen lassen. Zu inaktiv 10 Minuten lang und dadurch berechtigt vielleicht am Ende des Tages auch noch verloren. Inaktivität darf sich niemand erlauben in dieser Liga. Der FCM spielte hintenrum, darf man mal. Im Mittelfeld einen Zweikampf zu verlieren, darf man mal. Aber dass Andersen jetzt mit hohem Tempo auf die Viererkette zuläuft, das geht nicht. Und dass Eno so grätscht gegen Kessel, das geht auch nicht. Elfmeter durch Kempkes und Gelb dazu. Eno schuldig. Johannes Rahn, seit 10 Jahren Zweit- und Drittligastürmer und doch erst der zweite Elfmeter seiner Karriere. Den ersten hat er gegen Halles Kleinheider verwandelt. Jetzt gegen Magdeburgs Jan Glinka. 1:1 Fortuna Köln. Der Rahn hat geübt, verzögert geschickt. Glinka war schon in die rechte Ecke abgetaucht. Rahn, so wie es Bayerns Thomas Müller macht.
Die Hüfte von Christopher Handke, noch ein Verletzter. Ja, ich hoffe, dass nicht weggerissen ist oder so, weil es direkt so am Knochen, so ein bisschen über einem Knochen. Muss man sehen, jetzt, wenn wir wieder in Magdeburg sind, fahre ich direkt ins Krankenhaus und lass mal drüber schauen. Ja. Die Verletzung geschah nur 4 Minuten nach dem 1:1. Es ist die spielentscheidende Szene. Schon wieder ist es Kölns Siemer Kessel im Strafraum gegen Handke. Wieder gibt es Elfmeter. Die Magdeburger sind diesmal jedoch empört. Der Spieler rennt mir in die Hüfte rein. Jetzt so direkt nach dem Spiel würde ich sagen, eigentlich klar ist kein Elfmeter. Weil er fault mich eigentlich, weil ich eher am Ball bin. Schiedsrichter hat leider nicht so gesehen. Ist Handke zuerst am Ball, muss es Freistoß für Magdeburg geben. Lars Fuchs erklärt Schiedsrichter Kempkes, das ist doch eine ganz einfache Frage der Winkellehre. Na, ich habe ihm halt gesagt, dass in der Physik das halt so ist, wenn der Spieler den Ball berührt, dann der Ball weggeht zu der einen Seite, wo der andere Spieler nicht hinläuft, dann kann es halt nicht sein, dass er den Ball gar nicht getroffen hat. Tatsächlich, so wie dieser Ball wegspringt, muss er von Handke gespielt worden sein. Der Elfmeter, eine Fehlentscheidung. Das Duell wieder, Johannes Rahn gegen Jan Glinker. Ja, ist natürlich beschissen, wie gesagt, wenn du darauf wartest, dass er schießt, dann bleibt er quasi direkt vor dem Ball nochmal stehen. Ist immer schwer. Er hat sie gemacht, muss man anerkennen, okay. Weiter geht's. Das 2:1, ein Abziehbild des 1:1. Rahn macht das geschickt. FCM-Trainer Jens Hertel kann das seiner Mannschaft diesmal nicht attestieren. Das ist ärgerlich, aber wie gesagt, das sind Menschen, die machen Fehler. Wir machen Fehler und die Jungs auch Fehler. Da muss man daraus lernen. Aber so darf man sich natürlich nicht anstellen. Chancen zum Ausgleich sind da gerade in der Schlussphase. Der Freistoß von Niklas Brandt. Perfekt getreten. Beinahe. Sekunden vor Schluss gelingt Puttkammer sogar ein Tor. Aber Eno war zuvor zu aggressiv gegen Kölns Torhüter Boss eingestiegen. Die Ausgleichschance bleibt bestehen, weil die Fortuna beste Konterchancen nicht nutzt. In der Nachspielzeit gelingt es Bankert nicht, die Vorlage von Radzek zu verwerten. So bleibt es beim 2:1 für Köln und für den FCM endet ein ganz bitterer Abend. Ja, in der Tat, ein schreckliches Ende dieser englischen Woche. Das Lazarett ist voll, aber das Transferfenster ist noch offen. Bis Montagmittag 12 Uhr können noch neue Spieler von einem anderen Verein verpflichtet werden. Mal sehen, ob es da in Magdeburg Ambitionen gibt.